Hi now und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio mit mir und dem Patrick. Hallo. So, sehr gut. Ja, gucken wir mal. Ich habe da unten Carbon hergestellt. Daran kann ich mich entsinnen. Und zwar wollten wir die da herstellen. Dafür brauchen wir... Du hast die Zinnproduktion fast am Laufen gehabt, ne? Mehr oder weniger. Halt. Ja. Genau. Ich arbeite daran. Ich brauche nur noch Kohle, dann läuft die Kiste hier. Gut, dann, wenn dann die Kohle da ist, dann läuft das, sagst du, gut. Ich hole die mir von hier hinten. Okay. So. Gut, ich brauche dann das Carbon. Und die Kupzenplatten. Okay. Okay, das ist machbar. Okay. Das heißt... Kupfzinnkabel werden wir viel noch brauchen, ne? Oh ja, erstmal wieder reinkommen, ne? Nachdem man so lange nicht mehr gespielt hat. Ja, es ist immer dasselbe. Ah, da muss man erstmal wieder sich zurechtfinden. Das ist schon echt furchtbar teilweise. Ja. Aber was willst du machen? Kannst du nichts machen. Ne, kann ich nichts machen. Hab ich Eisen? Kann ich Straßen bauen? Ich kann ein paar Straßen bauen. Ja, das hat gut geklappt. So, dann kriegen wir da oben das Carbon gleich angeliefert. Das ist sehr wichtig. Ich habe kein Eisen. Du da. Oh, ich will nicht. Gib mir Eisen. Aber das geht mittlerweile. Also die Kisten füllen sich. Das ist gut. Ja? Ja. Das ist top. Das ist gut. Was haben wir denn hier? Das geht nicht, das geht nicht, das können wir forschen. So. Da sind die Zahnräder. Wenn ich die jetzt einfach dann hier vorbeischmuggle. Ist zwar nicht schön, aber es funktioniert. Oder ich mache das... Oh, irgendwo Kakerlaken schon wieder? Da unten, jede Menge. Aber der Turm... Schaffen die Türme das? Ein Turm hat keine Munition mehr. Boah. Aber, ja, das geht. Alter, wieder so ein... Das war ein richtiger... Hier oben auch. Richtiger Angriff gewesen, ja. Bei der Energieproduktion ist auch wieder ein ganzer Haufen. Der hat nur noch 7 Schuss, vielleicht sollten wir gleich mal die Dinger auffüllen. Vielleicht besser. So viele, wie die hier anrücken. Alter, waren das viele Kakerlaken, ey. Optics ist finished. Okay, das braucht die grünen Fläschchen. Da haben wir noch Nickel Processing, okay. Das braucht auch grüne Fläschchen. Mining Drill. Dafür bräuchten wir Stahl, okay. Aber das könnten wir machen, früher oder später. Das müssen wir auf jeden Fall auch machen. Dann können wir damit anfangen. Schon wieder? Wieder so ein Haufen? Nee. Scheiß Kakerlaken, ey. Kommst du nix mit den Dingern? Nee, jetzt geht's aber langsam richtig los. Ich glaube, wir müssen nochmal eine Munitionsfabrik basteln. Die auch die Türme dann auffüllt. Du kannst es halt später mit den Dingern machen, ne? Mit den, sag mal schnell. Mit den Robotern. Ja, genau, mit den Robotern kannst du das machen. So. Okay. Ah! Das ist wichtig gewesen. Du kannst doch nicht einfach so abreißen, Junge. Junge! Ich fahre euch nicht, dann war schon vorher kaputt. Das ist eigentlich Quatsch, was ich hier mache, aber gut. Was willst du machen?
brauche Tunnels, jede Menge Tunnels. Kannst nichts machen, das ist ein Problem. Ja. So, genau, wir brauchen nämlich jetzt dieses Carbon und das, was Patrick herstellt, werden wir auch gleich hier brauchen. Und das werden wir eins der wichtigsten Sachen erstellen, die man überhaupt in diesem Spiel hier brauchen wird. Und zwar Widerstände. Ja, und die wird man in Massen benötigen. Genau, davon wirst du so viele brauchen. Und das richtig große Problem am Anfang ist halt, du kannst die nicht per Roboter herstellen, sondern du musst sie per Fabrik herstellen. Per Hand herstellen, du musst sie per Fabrik herstellen. Gottes Willen, was ist denn heute los? Aber jetzt haben wir es. Schlimm. Ja. Genau. Ich muss mir erstmal Material holen. Nee, aber das sieht soweit gut aus. Also das ist schon... So sieht das ganz gut aus, ja. Die Frage ist, brauchen wir Zinn irgendwo anders noch? Ja, brauchen wir auf jeden Fall. Verzinnte Kabel für die Widerstände und... Für den... Solder heißt es auf Englisch. Ich weiß es nicht, wie es auf Deutsch gerade heißt. Lützen? Was? Lützen. Das, links, Lützen, ja. Links neben dem... nee. Das ist... Das da... Solder Plate. Ja. Komplizierte Sache, das auf jeden Fall. Hauptsache, ich kann 450 Öfen bauen. Ich mache einen Ofenjob auf. Ja. So, da kriegen wir diese Platten. Genau. Dann werde ich mich hier gleich. Kommt da genug Kohle an? Kohle ist kein Problem für die Öfen. Nö, die brauchen nicht so viel. Na ja, gut, wenn sich erstmal was gestaut hat, dann geht das sowieso alles immer einfacher. Und wieder das Phänomen mitten auf Masten. Ja, ja, ja. Wobei der hier eigentlich weg kann. Ja. Ja, ja, ja. Aha. Furchtbar, diese Leute hier, die alle mobben mich hier. Leo, mir fehlt Eisen. Unten. Oh, Kakerlaken. Unten gibt es jede Menge. Tatsächlich. Oha, ja, stimmt. Ach du Heiliger, ich hab den Bomben. Okay, wie mache ich das denn jetzt am geschicktesten? Ja, diese Frage ist immer, wie lege ich das am besten um? Mir gefällt das ja nicht, das machen wir anders. Weg! Gefällt mir alles nicht, wir machen das so. Die Frage ist, brauchen wir so viel Zinn? Da brauchst du auf jeden Fall jede Menge von, weil du brauchst es ja erstens für die Kabel, die du schon, wie du schon erwähnt hast, und du brauchst es ja auch für die Lötplatten-Dings da, was du sonst noch herstellst. Brauchst du das ja auch, von daher brauchst du da echt jede Menge von. War nur eine Frage, weil dann baue ich hier nochmal eben eine Strecke vor. Ja, für den Anfang reicht das auf jeden Fall. Ich lass auch nur diese paar da laufen. Ich brauche hier nur eine Strecke hin schon mal, damit wir uns den Platz hier nicht verbauen. Ja. Weil da habe ich immer Probleme mit, wenn ich Singleplayer spiele, muss ich immer ganz ehrlich sagen. Das ist, ja, das Problem, will ich sagen, ist bekannt. Schande auf mein Haupt. Nein, ich meine, dass man sich das alles zubaut hier. Das ist, gerade wenn du noch mit Kakerlaken spielst, dann versuchst du das möglichst alles eng auf einem, alles auf einen Punkt finden, zum Sichern zu kriegen. Ja. Genau, alles irgendwie versuchen, möglichst eng zu bauen, und das ist ja halt eine Katastrophe. Es geht genau in die andere Richtung von dem, was du es eigentlich haben wolltest. Dass du alles schön geordnet und passend baust und so eine Scherze. Ich werde ja auch immer neidisch, wenn ich diese Fabriken im Trailer sehe. Wo das denn alles haargenau eingestellt ist. Ja, wenn du dir den Trailer von Factorio anguckst. Okay. Ist alles haargenau eingestellt, der Zug passt genau zwischen diesen Dingern durch, zwischen den ganzen Förderbändern und Zentralstraße hier, dies und das. Ich finde das total genial. Okay. Nein, das sagt wie so eine 12-spurige Autobahn. Sagt mir gerade nichts. Ich schicke dir nachher Link. Ja. Aber wenn du so eine Spiele magst, ne? Kennst du Transport Tycoon? Sagt dir das was? Oder ist das
Ich habe es akustisch gerade nie verstanden. Transport Tycoon. Open, wie heißt das? Ich glaube, da gibt es eine freie Variante. Open TDD heißt es, abgekürzt, aber. Eieiei. Da machst du hauptsächlich Logistik. Machst du Züge und Autos und sowas und damit verdienst du halt dein Geld. Okay, sagt mir jetzt nichts. Guck ich mir nachher mal an. Ist bestimmt was, wenn das sowas ähnliches ist. Beziehungsweise ja. Logistik ist ja, das ist ja auch nichts anderes als eigentlich ein Logistik-Simulator. Was habe ich denn hier gebaut? Das läuft in die ganz falsche Richtung. So, ihr macht Kabels bitte. Wo sind die? Die sind unter den neuen Sachen, ne? Genau. Ja, wir müssen noch den einen oder anderen Mod später mit reinnehmen. Vielleicht so irgendwann demnächst für die nächste Aufnahme oder so. Oder für die nächsten kommenden Aufnahmen. So, dass man auf jeden Fall eine automatische Tree Farm hat. Das ist extrem wichtig. So, bin ich jetzt... Ach, da siehst du mal. Kupferkabel brauchen wir noch für das Zeug hier. Scheißen. Kleister. Aha. Kacke Wurscht, ey. Total vergessen. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das macht den Leo komplizierter jetzt. Oh, oh, oh. Ja, weil gerade für diese Basic-Platinen brauchst du ja Holzplatten für, ne? Genau. Du kannst zwar später, kannst du dieses Kunstholz erforschen oder diese Kunstplatinen. Ja. Aus Öl kannst du es herstellen dann. Ja, aber gehen die denn für alles? Die gehen dann als Ersatz für die Standard-Holzdinger. Das geht auf jeden Fall, ja. Ach so, okay. Ich dachte, die gehen dann nur für die speziellen Rezepte. Nee, du kannst, das ist 1:1 das gleiche, kannst du das hin und her tauschen. Na also, toll, und ich habe mir die Nächte um die Ohren gehauen, damit das Ding weiterläuft. Nö, das geht wunderbar. So, davon von dem hier, aber wir dürfen hier nur hier anfangen. Oh, oh, rot ist nicht gut. Gelb ist gut, rot ist nicht gut. Was ist da? Schon wieder die Kakerlaken? Ich frag mich, wo sie diesmal sind. 12 Munition hat er noch. Guck mal oben rechts, ey, über der Energieversorgung. Was da schon wieder liegt. Und unten, oh, das ist alles voll, ne? Vielleicht sollten wir die Türme hier ein bisschen konzentrierter hinstellen. Weil dieser Turm da oben, ich glaube, der macht weniger Sinn. Ist, glaube ich, besser, ne? Wenn wir das da so... So in der Art hinstellen. Wie viel Munition habe ich? Oh, ich habe gar nicht mal so viel Munition. Hast du Munition mit? Ja. Ich pack da gleich was rein. So. Genau, unsere Forschung ist fertig. Dann können wir wieder weiter forschen. Stromversorgung ist auch okay. Ja, Stromversorgung ist gut. Müssen noch ein bisschen halten. So, dann brauche ich Kupferplatten tatsächlich. So, dann kann ich jetzt noch 4 Fabriken bauen. Okay. Oh, habe ich mich jetzt schon wieder verbaut hier? Kann ich hier bauen? Ja, hier kann ich bauen, okay. Genau, diese Kupferkabelproduktion ist auch eine sehr entscheidende Rolle, die man auf die man sehr stark aufpassen muss, weil das ist auch sehr, sehr wichtig früher oder später. So. Okay. So. Und ohne Kabel nichts tun gehen. Ja. So, dann kommt das. Wir brauchen Strom. Noch da. Kabel, Kupferkabel waren normale Dinger, ne? Wo waren die denn? Da. Kupferkabel. So. Okay. So. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum tut er das, was er da tut?
Aus dem ganz einfachen Grund, ich könnte zwar jetzt dieses Förderband hier nach rechts leiten lassen und direkt hier zu den guten Herrschaften das bringen. Der Nachteil aber dieser Variante wäre, wenn ich jetzt mich hier ausbauen wollen würde, was ich definitiv früher oder später machen werde, dann würde das so passieren, dass hier alles kreuz und quer und du musstest das hier erst abreißen und so weiter. Aber wenn wir das jetzt hier nach hier wegleiten und später da wieder hinzufügen, dann ist das alles nicht mehr, gar nicht mal so wild. Und wir können das hier vor allem abzwacken. Falls man das später irgendwo noch mehr braucht, kann man das dann abzwacken. So, wir brauchen noch ein paar mehr Roboter auf jeden Fall. So und so. Dann kommt das dazwischen. Und das geht noch da. Ich habe keinen Stress mehr. So. So, ein bisschen Zinn aufgestockt hier. Okay. Das sieht auch ganz gut aus. Kann sein, dass man das hier später hier halt das hier eben abreißen muss. Das ist aber weniger tragisch, meiner Meinung nach. Und in diesem Spiel geht es ja eigentlich auch hauptsächlich darum, Sachen abzureißen. Und wieder neu zu bauen, ja. Ja. So. Meine Frage. Ja? Dieses Förderband hier ist doch eigentlich dafür da, damit du die auf eine Reihe kriegst, oder? Warte. Auf eine Seite. Oder sehe ich das falsch? Welches Förderband? Welches? Hier, wo ich vorstehe. Genau. Das ist, damit du das auf beiden Seiten hast. Ach, auf beiden Seiten? Ja, weil wenn du das nämlich abreißen würdest, guck mal hier. Dann naja, gut, dann würde das natürlich nur auf eine Seite nach außen, ne? Genau, und wenn du das jetzt dahin baust, dann kannst du das so machen. Dann werden die nämlich hier unten reingeleitet und dann hast du zwei oben und zwei unten. Es gibt später eine Möglichkeit, dass du halt direkt Roboter so bauen kannst, dass sie oben und unten platzieren. Ja. Aber das ist halt der einfache Weg. Es gibt noch einen anderen Weg, wo du hier so ein Ding hier einsetzt. Hier so ein Splitter. Aber da musst du halt einen Splitter bauen. Ein Splitter kostet mehr als eine Straße. Das ist natürlich richtig. Und von daher... Aber dasselbe Prinzip funktioniert auch umgekehrt, oder? Dass du die sozusagen so drehst, dass sie nur auf einer Seite fahren würden, wenn du zwei verschiedene Bahnen ineinander leitest. Ja. Okay. Das Prinzip setze ich auch schon ein. Und zwar, guck mal hier vorne. Ja, sehe ich. Stimmt, genau da. Das ist sowas, meine ich. So hast du nämlich beides auf einer Sache. Und dann kannst du halt ein Förderband sparen und kannst nur gelbe Dinge einsetzen. Sonst musst du das halt so machen wie da oben. Da musst du halt die langen Greifer mit einsetzen. Da habe ich ja hier, naja, nur ein Provisorium hier oben, aber funktioniert halt auch. Ja, genau so. So, jetzt haben wir das. Okay, dann ist das jetzt hier falsch. Nein, natürlich, dann macht das keinen Sinn. Okay. So, Zinn haben wir erstmal. Zinn haben wir. Okay. Dann brauchen wir das Carbon. Brauchen wir hier oben. Würde ich sagen. Dann bauen wir hier oben die Widerstände hin. Ja. Ja, machen wir so, würde ich sagen, doch auf jeden Fall. Und zwar brauchen wir dafür unsere Straße. Genau, und dann brauchen wir einen Splitter vor. So. Ja, da kommt die nächste Meute. Okay. Ah, weggeknallt. Schanzenlos, die Viechers. Jetzt, das meinte ich, jetzt ist das schon so unglaublich eng hier, dass ich jetzt hier schon echt Gehirnschmalz reinstecken muss, um rauszufinden, wie ich den Scheiß hier... Nein, nicht so. Nicht so, nee, so geht das nicht. So geht das nicht. Oh, von rechts? Von rechts? Von unten? Boah. Ich habe keine Munition. Hast du irgendwas zum Schießen? Ich renne auch gerade. Hier, töte mich! Fucking Kakerlaken, ey. Wann bist du noch will? Ja, ich glaube, das war's erstmal. Jetzt kommen die schon von unten. Jetzt kann ich hier unten auch noch eine Mauer ziehen. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn du da unten das auch zumachst. Ich guck mal, dass wir mit den Widerständen da vorwärts kommen, dass wir schon die grundlegenden Sachen zumindest halbwegs hinkriegen.
Genau. Na, wenn ich das dahin ziehe, dann kommt das alles nur durch die durcheinander, ne? Ja, aber ist egal, machen wir das schon. Ach, Patrick, das ist alles nicht so leicht, wie ich das gern hätte. Ja, aber einfach kann ja jeder. Ja, einfach kann jeder. Das reicht. Yeah. Oh Gott, wird das ein Umweg. So, aber wir sind auch mit der heutigen Folge wieder fertig. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein paar Kommentare da. Ja, wer mitspielen möchte, einfach mal sich bei mir im TS melden. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.